Wir sind 17 Kinder der Volksschule Waldeck und erzählen die Sage der Ruine Starnberg aus dem Pistingtal. Beim Eingang in das freundliche Pistingtal bei Wöllersdorf, etwa einen Kilometer von der Hauptstraße entfernt, ist am Berghang vor einer ziemlich großen Höhle der Rest eines Turmes zu sehen, an den sich folgende hübsche Sage knüpft. Vor langer, langer Zeit hauste in dieser Höhle ein armer Ritter. Die Leute verspotteten ihn wegen seiner Armut. Er baute sich vor den Höhleneingang einen Turm. Für sein Pferd machte er in der Höhle einen Stall. Trotzdem wurde sein Ansehen bei den Leuten nicht größer. Sie nannten ihn immer noch den Bettelritter. Haha, Bettelritter, Bettelritter, Bettelritter. Aber bald kam die Zeit, wo sie ihn achten und schätzen lernten. Eines Tages näherten sich feindliche Krieger dem Tal. Händeringend baten nun die früheren Spötter den Bettelritter, er möge ihnen um Gottes Willen in seinem Turm und in seiner Höhle Schutz gewähren. Bitte, bitte, lass uns in deine Höhle! Bitte, hilf uns! Der gute Mann nahm alle auf. Danke für den Unterschlupf. Hab vielen Dank, du guter Mann. Dann sammelte er die Mutigen unter ihnen. Die Starken und Mutigen unter euch mögen bitte mit mir mitkommen. Er zog mit ihnen gegen die Feinde und schlug sie in die Flucht. Die Leute waren ihren Retter dankbar und belohnten ihn reich. Hier, nimm dieses Geld als Dank, dass du uns aufgenommen hast. Du warst wirklich sehr nett zu uns, obwohl wir dich ausgespottet haben. Du warst wirklich sehr mutig, mit uns die Feinde zu vertreiben. Sie halfen ihm auch, als er auf dem nahen Berg eine stark befestigte Burg baute. Die Bewohner der Umgebung nannten sie den Starken Berg. Der Ritter und die Bewohner der Umgebung lebten glücklich und zufrieden. Ihre mächtigen Ruinen sehen noch heute hinab ins liebliche Pistingtal.